Herzlich willkommen hier bei mir auf Bettina Zeilhofer, der Mondhütte. Und heute habe ich wieder eine ganz, ganz zauberhafte Frau für dich, für uns, liebe Sandra. Hallo, liebe Sandra. Ja, hallo Bettina, danke für die Einladung, dass ich heute bei dir Gast sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben uns erst vor kurzem gesehen, aber dazu später ein bisschen mehr. Sandra, magst du gleich unseren Zuschauern erzählen, wer bist du? Wer bin ich? Also ich muss sagen, das würde wahrscheinlich viel zu weit ausarten. Das kann man ja aus verschiedensten Perspektiven betrachten, wer ich bin. Ich denke mal, das berufliche Thema oder was mache ich, das ist sicher, ich habe die Bachblütenpraxis und Akademie gegründet. Dort haben wir uns auch kennengelernt bei der Ausbildung. Und hatte das Glück, sagen wir mal so, dass mein Lebensweg mich dorthin gebracht hat, mein Hobby zum Beruf zu machen vor 10 Jahren. Und es ist ja seither ganz viel passiert. Und ich sage mal, meine große Mission ist einfach, Menschen mehr über die Kraft der Bachblüten, der 38 Seelenpflanzen vom Dr. Edward Bach zu berichten, sie davon, ja, sie zu inspirieren, ihnen zu zeigen, was sie können und natürlich auch neben der Bachblütentherapie generell das Wissen einfach über ganzheitliche Gesundheit und was halt alles dazu gehört. So viel kann man sagen. Zu meiner Person vielleicht noch ein paar Hard Facts. 42 Jahre alt, wohnhaft in Graz. Ja, schon viel erlebt in meinem Leben und ja, noch kinderlos, schauen wir mal, in einer Partnerschaft. Ja, und habe 10 Mitarbeiterinnen und jetzt mittlerweile haben wir auch bald, also wir haben Ausbildungen, über 200 Ausbildungen an 4 Standorten in Österreich und online und mittlerweile auch 13 Bachblütenpraxispartnerinnen in ganz Österreich verstreut. Ja, so ein paar Hard Facts vielleicht noch. Und wenn man so authentisch betrachten würde, manchen würden mich nennen ein bunter Hund, weil ich halt sehr viele Facetten habe, ja, und male leidenschaftlich gern. Okay. Ja. Sind die Bilder hinter dir von dir eigentlich gemalt? Ja, ich habe ein Projekt begonnen, oder so muss so, es hat mich begonnen, vielleicht so. Ich habe vor 6 Jahren das erste Mal eine Bachblüte gemalt und ein Mädchen dazu. Also ich wollte eine Elfe malen mit einer Bachblüte. Und nach dem ersten Bild ist dann das zweite Bild gekommen und habe mir dann auch eine Mallehrerin gesucht, die mich begleitet, dass ich das auf Öl in Leinwand einigermaßen botanisch getreu zeichnen kann. Und sie hat dann gesagt, naja, warum machst du nicht alle? Und jetzt habe ich mittlerweile schon, wenn man so herumschaut, du siehst das jetzt nicht, aber da hinten ist eine ganze Wand voll gepflastert. Ich glaube jetzt schon 24 oder 25 dieser Seelenbilder mit den Bachblüten und der kleinen Elfe, die dann auch den Namen Bachblümchen bekommen hat. Voll süß. Ja. Hast du so den Wunsch, jeder Bachblüte eine Elfe dann mal zuzuordnen, zu schenken? Nein, es ist eher eine Elfe, aber ja. Also das Bachblümchen ist die Bachblütenelfe und da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Und das ist einfach, dass die kleine Blumenelfe oder Blütenelfe in dem Land der Elfen und der Feen hat ja jede Elfe so ihren Auftrag. Und ihr Auftrag ist es halt, diese Seelenpflanzen zu hüten. Und eines Tages ist sie auf Erden geschickt worden, um eben einen sehr spürigen, weisen Menschen halt einfach davon zu berichten, dass der eben dieses Wissen über diese Pflanzen auch den anderen Menschen also weiterträgt, ja, weil die Menschen alle so unglücklich waren auf Erden. Und da hat sie sich den Dr. Edward Bach ausgesucht. Ja, und ihm quasi auf seinem Weg über die mehrere Jahre, wo er halt die Bachblüten entdeckt hat, kann man so ihm ins Ohr zu flüstern, welche Pflanze wofür steht. Also das ist diese kleine Geschichte dahinter, also ein kleines Märchen. Aber das kommt alles noch. Jetzt habe ich deinen Hörerinnen oder Zuschauerinnen schon ziemlich viel verraten zu dem, was vielleicht in den nächsten Jahren noch kommt. Ja. Also du bist sozusagen die Mutter der Bachblüh-Akademie. Magst du uns mal vielleicht erzählen, wie bist du überhaupt zu den Bachblüten gekommen? Also meistens, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass wir zuerst mit uns selbst in unserem Leben mit einem Thema konfrontiert sind, wo wir erstmals da quasi so reinstolpern. War das bei dir auch so?
Ja, das war bei mir auch so. Genau, du hast es ziemlich auf den Punkt getroffen. Also, es ist jetzt schon über 20 Jahre her. Da habe ich eine sehr herausfordernde Zeit gehabt in meinem Leben, sowohl privat als auch beruflich oder damals nur als Studentin. Und das hat sich halt gezeigt in ganz viel psychosomatischen Beschwerden, gell, von Hautproblemen über Atemwegsprobleme, Verdauungsprobleme, alles Mögliche. Und ich bin damals wirklich von Bonsius zu Pilatus gelaufen, was die Schulmedizin betrifft, und wurde nicht richtig fündig. Und bin dann durch Zufall aber zu einer Allgemeinmedizinerin gekommen, die auch mit Bachblüten arbeitet und auch mit TCM und Akupunktur. Und die hat mich da über mehrere Monate eben begleitet. Und das war das Einzige, was wirklich Wirkung gezeigt hat. Und das war so der Grund oder der Anlass, mich damals einfach sehr intensiv damit zu beschäftigen. So wie viele von unseren Teilnehmern jetzt, die einfach wissen wollen, was ist das, was kann das, oder das hat mir so gut geholfen, ich möchte auch selber gern mehr darüber lernen. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund. Und es hat dann noch einige Jahre halt gebraucht, bis ich das dann tatsächlich auch selbst beruflich umgesetzt habe, aber es ist immer so, dass man halt zuerst bei sich beginnt, gell, und dann hat mich, kann man sagen, eher das Schicksal dorthin geführt. Ja, also ganz ungeplant bin ich dann dorthin gekommen, halt einfach mehr über die Bachblüten auch anderen zu erzählen. Ja, ist auch meine Erfahrung. Also ich werde ja auch immer wieder gefragt, wie hast du dir das Therapie- und Seminarhaus Mohnpütte erschaffen? Wie kam das so in dein Leben? Und im Grunde genommen, war es das Leben selbst, das dieses Haus, dieses Institut ja, zur Geburt und in dieses Leben hineingetragen hat. Also so wie du sagst, auch es sind die eigenen Prozesse. Also hätte ich all diese Krisen auch nicht gehabt, würde das Haus heute nicht so dastehen können. Also so ist immer beides drinnen. Es ist zum einen die Krise und der Schmerz drinnen, aber es ist zum anderen die Entwicklung, das Entwicklungspotenzial und auch dieses Lichtvolle, dieses, warum kommen Leute überhaupt zu uns? Ja, weil sie auch in der Gemeinschaft etwas Freudvolles, etwas Gemeinsames, ja, lernen, erreichen wollen, Freundschaften neu finden wollen und, und. Ja, genau. Also, ich sage immer, also gibt es einen schönen Spruch, der heißt immer, aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kann man auch etwas Schönes bauen. Oh ja. Oder dieses, manchmal ist das Glück nicht zu bekommen, was man will, ja, weil man oft gar nicht weiß, was für einen gut ist, gell? Ja. Und Ja. pass auf, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen, gell? Also, vor dem Ja. besonders Respekt, muss ich sagen. Voll. Also darauf weise ich auch immer hin, dass wir nicht unterschätzen dürfen, welche Macht unsere Gedanken haben. Ich bringe euch gerne ein Beispiel dazu aus meinem eigenen Leben. Ich habe meine Mama an Brustkrebs verloren. Die ist daran verstorben. Und ich war da damals 14 Jahre alt. Und irgendwie habe ich mir einen inneren Satz zusammengereimt, der gar nicht so bewusst mir im Kopf war, aber die Jahre später ist es mir bewusst eigentlich dann erst geworden. Und zwar, wie ich dann meine eigene Tochter, mein erstes Kind bekommen habe, war so etwas, ist in mir mitgeschwungen, so, wenn meine Tochter 14 Jahre alt ist und ich bis dorthin keinen Brustkrebs bekomme, dann ist das nicht meine Geschichte von meiner Mutter. Ja, ein halbes Jahr, bevor meine Tochter 14 Jahre alt geworden ist, habe ich dann selber die Diagnose gehabt. Also, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das ist Schicksal, das kann passieren, ja. Das könnte theoretisch jetzt irgendwie in den Genen sein und so weiter. Ich habe da ganz viel mit meinem spirituellen Chirurgen damals mich auch auseinandergesetzt und er hat gesagt, das ist die zweite Generation, die es gerade betroffen hat. Man kann da überhaupt noch nichts von den Genen sprechen. Das könnte man dann vielleicht in der vierten, fünften Generation. Und er hat damals auch gesagt, hätten Sie sich Ihre Ängste möglicherweise schon viele Jahre vorher angeschaut, hätten Sie sich womöglich vielleicht diese Erkrankung erspart. Weil du das auch vorhin erzählt hast, dass bei dir ja die Symptome auch psychosomatisch waren. Und da kommen wir jetzt wieder auf die Bachblüten zurück und ihr Heilpotenzial oder ihre Wirkungsfähigkeiten. Welche Erfahrungen hast du da? Möchtest du uns ein bisschen was mitgeben? Ja, manchmal werden sie gern mit Placebos verglichen, gell? Und bei Placebo braucht man aber einen Glauben daran.
Und das Schöne bei den Bachblüten ist, dass man nicht daran glauben muss, dass sie wirken. Sie wirken doch, ja, könnte man sagen. Sie wirken ja auch bei Tieren, bei Babys, bei Pflanzen. Die Voraussetzung ist immer, dass man natürlich die richtigen auswählt, ja, die man eben braucht. Und das Zweite ist, dass man Essenzen einer guten Qualität nimmt, weil man tatsächlich einfach diese Information braucht, aus den Pflanzen. Und das Dritte ist dann, dass man sie natürlich auch nimmt. Ja, also sag immer, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ja, aber es ist, also natürlich, wenn man dann eine Abneigung dagegen hat oder wenn man darauf vergisst, dann jetzt nicht, aber man muss es auch natürlich tun und zulassen. Und deswegen sage ich immer, oder auch so wie wir, die in der Beratung tätig sind, einfach, dass man Menschen versucht, nicht zu beglücken. Ja, also ein Mensch muss wollen, also nicht nur die Bachblüten einnehmen wollen, sondern auch wirklich den Wunsch verspüren, ja, ich möchte eine Veränderung oder ja, ich möchte, dass sich etwas ändert oder ich möchte da etwas tun für mich oder auch für meine Kinder, also diesen freien Willen. Man sagt immer, der freie Wille ist das höchste Gut. Und das hat auch oder ist auch in der professionellen Arbeit mit Bachblüten ganz wichtig. Ja, ich darf Bachblüten, wenn ich jetzt sage, sie helfen, ob ich dran glaube oder nicht, aber ich darf sie niemandem unterjubeln. Ja? Oder man sagt, man soll Bachblüten nicht in irgendwelche Kosmetika reinrühren und irgendjemandem geben, der gar nicht weiß, dass da Essenzen drinnen sind, weil die wirken feinstofflich einfach auf unser Gemüt. Und wenn wir jetzt zur Wirkung sprechen, ganz allgemein gesprochen, der Bach hat immer gesagt, also grundsätzlich, aber das ist wahrscheinlich hier unsere gemeinsame Ansicht, schätze jetzt mal. Wir sind ja verbunden, ja. Wir sind verbunden mit allem, aber wir sind verbunden vor allem mit unserer eigenen inneren Führung oder mit unserer Seele oder mit unserem höheren Selbst oder welches Wording man da auch immer verwendet. Ich glaube, da haben viele Menschen andere Begriffe dafür, innere Stimme oder auch Religionen oder spirituelle Einstellungen, also andere Namen, aber alle meinen das Gleiche. Ja. Es ist diese unglaubliche Weise, unsterbliche Quelle in uns, die einfach weiß, wo wir hingehören, was unser Weg ist, was das Richtige ist, was unsere Wahrheit ist. Und der Bach hat gesagt, in diese negativen Gemütszustände oder diese Ängste oder was auch immer der negativen Gemütszustände wir reinfallen, das entsteht immer nur daran, wenn wir eben diesen Kontakt und diesen Anschluss zu dieser inneren Führung verloren haben. Und jetzt, wenn man es ganz einfach sagen könnte, man das vielleicht so sich bildhaft vorstellen, dass es das so 38 verschiedene Verbindungen gibt, ja. Jetzt nur ganz laienhaft, ja, also nicht auf Richtigkeit, aber nur, dass man eine Vorstellung hat, 38 kleine Verbindungen zu diesem höheren Selbst. Und die Bachblüten, wenn ich aus verschiedene negative Gemütszustände habe, habe ich da einfach den Kontakt verloren. Und die Pflanzenessenz oder die Blütenessenz, die gibt uns die Information, dass dort der Kontakt einfach wiederhergestellt wird, ja. Und damit kommen wir aus unserem negativen Gemütszustand raus und kommen eben wieder in Kontakt mit unserer eigenen Weisheit und merken, aha, wie soll ich das beschreiben jetzt? Es besteht kein Grund, da jetzt einen Groll zu haben, ja, oder es gibt keinen Grund, da auf meine Selbstachtung mir nicht zu erlauben, oder es gibt keinen Grund, da Versagensängste zu haben, ja, oder es gibt da keinen Grund, Angst zu haben. Aber das nimmt man dann nicht mit dem Gedanken wahr, sondern man weiß es einfach, man spürt es einfach. Und in dem Moment ist man aus der Angst draußen, in dem Moment kann man dann rechtzeitig schlafen gehen, wenn man müde ist, ohne sich zu überarbeiten, oder kann auch mal liebevoll Nein sagen. All diese Dinge. Also das machen Bachblüten. Sie stellen uns einfach wieder, sie bringen uns in Kontakt mit unserer inneren Führung. Ja, und wenn wir das sind, dann können wir alle Herausforderungen meistern, sage ich jetzt einmal. Ja, mehr braucht man nicht. Also sie sind kein Wundermittel, kein Hokuspokus. Sie machen uns auch nicht weiser, sie machen uns nicht spiritueller. Sie bringen uns, sie lassen uns, so wie Bach das einmal so schön, glaube ich, gesagt hat, ist, lasst uns wir selbst sein. Ja, also sie bringen uns einfach dort wieder hin zurück, was wir eh schon immer waren. Ne? Wir müssen nicht besser werden, sondern einfach nur wieder zu uns zurückkommen. Ja, so würde ich das jetzt vielleicht beschreiben. Ich würde es dann vielleicht auch wieder beschreiben als wir werden dann ganz, nicht? So wie du sagst, diese 38 Verbindungen zu unserem Selbst, dass die dann wieder in diese Verbindung kommen. Ja, voll schön. Weil du auch vorhin gesagt hast, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir die Bachblüten auch nehmen. Dazu fällt mir auch ein, dass alleine
dass ich meine Notfallstropfen in Krisenzeiten in der Handtasche mit eingepackt habe, hat mir oft schon geholfen. Es ist total interessant. Also in manchen Situationen musste ich sie dann auch nehmen. Aber oft hat allein der Gedanke, wenn ich gemerkt habe, dass irgendwie bei mir gab es so eine Zeit, wo ich so Panikattacken hatte, und wenn ich so latent gemerkt habe, dass der Stress in mir wieder hochgekommen ist und ich gemerkt habe, der Körper baut sich da gerade seine eigene Geschichte, um jetzt irgendwie panisch zu werden, wieder auf, muss ich nur an die Notfallstropfen denken, dass die da drinnen in der Tasche sind. Die waren quasi wie so mein Anker und das hat mir geholfen. Fand ich oft sehr, sehr, sehr spannend. Also, ja, ich habe es ja auch immer dabei. Also grundsätzlich kann man sagen, man muss sie gar nicht unbedingt immer einnehmen. Mhm. Es reicht, wenn, also sie wirken grundsätzlich in unserem Emotionalkörper. Und der Emotionalkörper ist energetisch, durchdringt unseren physischen Körper natürlich, mhm. aber er überragt ihn so circa 10 bis 15 Zentimeter. Also so unsere, das ist unsere farbige Auraschicht, ja, unsere astrale Aura. Und die Schwingungen, die wirken auch, also wenn ich sie jetzt so halte, würden sie schon in meinem Feld wirken. Genau, ja, das finde ich total spannend. Ja. Und immer mehr Menschen werden, dadurch, dass sie sich mit unterschiedlichsten Methoden oder Themenbereichen beschäftigen, werden einfach wieder viel feinstofflicher. Ja. Sie gehen wieder voll in diese ursprüngliche Energie hinein und dadurch können aus meiner Sicht heraus auch diese Essenzen, und da gibt es ja Gott sei Dank heute sehr viele, und es kann genauso über Kräuter, die ich in meinem Kräutertee in der Küche habe, genauso wirken. Allein nur, dass ich, also nicht ohne Grund haben die Indianer zum Beispiel in ihrem Lederbeutel ihre Heilkräuter bei sich. Ja, so. Oder wie ich zum Beispiel jetzt momentan ganz viele Kräuterbündeln zusammenrolle und daraus so Kräutersticks draus mache. Und ich habe noch welche bei mir drüben in der Mondhütte hängen, die vom letzten Jahr sind. Und letztens hat erst wieder mal eine Frau gefragt, warum ich die nicht verwende. Und ich habe gesagt, die haben ihren Auftrag alleine, dass sie hier hängen, auch wenn ich sie als Räucherstick ursprünglich mir ins Haus geholt habe, so haben sie alleine, dass sie hier hängen, ihre energetische Wirkung. Finde ich nochmal sehr spannend. Und das zeigt auch, dass das bei den Bachblüten auch ein Stückchen sehr ähnlich ist. Genau. Ja, genau. Ja, möchtest du uns ein bisschen was über die Bablü-Akademie erzählen? Wie ist denn die selbst? Du sagst, vor 10 Jahren hast du sie gegründet. Wie ist denn da so für dich die Idee entstanden, um das nach draußen zu den Menschen zu bringen? Ja, die Geschichte reicht an sich noch ein bisschen weiter zurück. Okay. Und zwar meinen ersten Auftrag das Glück gehabt, vor über 15 Jahren in einer Gesundheitsschule zu arbeiten und dort bereits Vorträge oder Ausbildungen zu organisieren, Veranstaltungen aufzubauen etc. etc. Und damals ist dort eine Vortragende für Bachblüten ausgefallen. Ja? Und meine Vorgesetzten haben gewusst, dass ich das auch mache und ich habe ein paar andere Seminare neben meinem Angestelltenverhältnis dort auch unterrichtet. Und die haben mich da kurzfristig einfach ins kalte Wasser geworfen, weil wir so keinen Ersatz gefunden haben. Die haben gesagt, ja, das bereitest jetzt vor, du kannst das eh. Und ich habe das tatsächlich vorbereitet innerhalb ein paar Tagen, also ein paar Tage davor, das weiß ich noch, Skriptum und alles Mögliche rausgestampft. Und die 2 Tage sind so gut gelaufen und sind so gut angekommen. Und mir hat es natürlich auch riesig Freude bereitet. Und ich habe so ein gutes Feedback gekriegt, dass ich gesagt habe, ab sofort machst du das. Wow. Und das habe ich damals in meinem Angestelltenverhältnis schon 4 Jahre gemacht. Und habe dann nebenbei meine Praxis ausgebaut. Habe dann Job gewechselt, habe dort nur mal eine Teilzeitstelle angenommen, weil ich mehr mit Klienten zu tun haben, mehr Beratungsgespräche führen, auch natürlich, um meinen Teilnehmerinnen nicht immer die gleichen Geschichten zu erzählen, gell? Das muss man auch sagen, immer die gleichen Praxisbeispiele und auch, um mich selber weiterzuentwickeln. Und damals habe ich die Bablü, beziehungsweise damals hat es noch die Bachblütenpraxis geheißen, also die Bachblütenpraxis Graz, Sandra Stopper, und habe halt am Wochenende dann auf Honorarbasis in anderen Schulen die Ausbildungen gehalten.
Und circa, wann war das, circa 2 Jahre später oder so, ist dann diese Kooperation aber in die Brüche gegangen. Und ich habe aber damals schon die ganzen Vorträge und die Seminare und die Ausbildungen, damals eben dann auch schon eine größere Ausbildung konzipiert gehabt für zur Bachblütenberaterin. Und das ist alles auf meiner Website gestanden und plötzlich war der Ausbildner, der diese Seminare organisieren wollte, nicht mehr da. Und dann war ich irgendwie gezwungen, mir irgendwas zu überlegen, weil das war damals schon mein Lieblingshobby, ne? Also ich war finanziell abgesichert, habe meinen gut bezahlten 30-Stunden-Job gehabt und habe eigentlich, kann man sagen, wirklich nicht unbedingt die Ambition gehabt, jetzt wirklich was Großes oder so draus zu machen, sondern ich wollte einfach im kleinen, feinen Rahmen meine Klienten betreuen und eben diese Kurse halten, ja, weil ich das Wissen einfach weitergeben wollte. Das ist mir immer schon gelegen und das habe ich immer schon gern mögen. Also ich jeden ist, ich habe in der Schulzeit schon so ein Magazin gemacht für unsere Verwandten, wo ich über Naturtipps und so irgendwas geschrieben habe. Und war dann gezwungen, ich war einmal geschockt, um Gottes Willen, mein Hobby ist weg, was mache ich jetzt? Ja, alles vorbereitet. Und habe mir dann gedacht, ich schaue, ob ich da jetzt nicht selber Teilnehmer kriege. Ja, weil Cool. in der Praxis habe ich Platz fürs, also Verzeihung, jetzt hat mein Server da im Hintergrund Geräusche gemacht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, in meiner Praxis habe ich für 6 bis 8 Personen Platz. Und ich schaue jetzt einfach mal, ne? Ich habe schon etliche Newsletter-Abonnenten gehabt, habe auch schon eine Facebook-Seite gehabt, wie gesagt, meine Website habe ich auch gehabt und meine Klienten. Ja, und habe dann einfach die Ausbildung, habe dann einen ehemaligen Kollegen auch noch gefunden, der auch ein Ausbildungsinstitut gehabt hat, habe ihm auch die Ausbildung angeboten, dass er sie auch ins Programm aufnimmt. Dort ist sie dann aber nicht zustande gekommen, aber meine eigene Ausbildung hat auf einmal 15 Teilnehmer gehabt. Wow, cool. Wirklich wow, ja. Und ja, ich war total begeistert, ja, und habe mir gedacht, richtig cool. Ja, meine erste eigene Bachblütenberaterausbildung damals in der Bachblütenakademie. Da hat den Namen Bablü noch nicht gegeben, den habe ich erst ein Jahr später, der ist mir erst ein Jahr später zugefallen, kann man sagen, abgehalten. Und die Teilnehmer, die waren dann so zufrieden und so begeistert und ich habe damals natürlich schon Feedbackbögen gehabt und alles, weil ich ja aus der professionellen Seminarorganisation komme und da habe ich unten immer so ein Feld drinnen gehabt, welche Ausbildungen wünschen Sie sich noch? Ja, und dass dann so Sachen drin standen, wie Anne hat eingeschrieben, ich hätte gerne eine Aroma-Ausbildung, über Kräuter wäre nett, was zu wissen. Und dann war ein Jahr später, habe ich mir gedacht, ich habe ja die Vortragenden oder die guten Vortragenden, habe aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung davor in der Zusammenarbeit mit Trainern in dem Bereich, ja gewusst, wer ist gut, wer kann was, und von den Lehrplänen her. Und so jetzt miaut meine Katze vor der Haustür. Darf ich kurz Ja. stoppen für den Leser? Ich muss die schreiende Katze bei der Tür reinlassen. Ich bin Wer gleich macht wieder kurz Stopp? da. So, Kätzchen ist wieder herinnen. Genau. Sehr gut. Also, ja, und dann haben wir halt diese Ausbildung, die Aromafachberaterin, das erste Mal auch ins Programm aufgenommen und dann die Kräuterfachfrau. Die Kräuterausbildung habe auch an anderen Schulen unterrichtet, vor allem bei Kräuterpädagogen-Ausbildungen, eben das Modul für die Seelenpflanzen, für die Bachblüten. Ja, und irgendwann ist der Organisationsaufwand mit Telefon, mit Kursinformationen, mit Akademieprogramm schicken, mit Abrechnungen, Vortragende anmelden, Werkverträge und allem drum und dran, dann relativ groß geworden und ich habe halt meinen Hauptjob immer weiter reduzieren müssen, weil ich dann schon 60 bis 80 Stunden pro Woche Minimum gearbeitet habe und das kann es ja dann auch nicht sein auf Dauer. Ja, und ich war immer so ein bisschen scheu vor der Selbstständigkeit, weil ich sehr großen Respekt davor habe, ne? Brutto, Netto, Sozialversicherungen, abgesichert sein, ganz auf sich alleine gestellt zu sein. Und nein, Cosi, Entschuldigung, er miaut. Es gibt nichts zu futtern jetzt. Da muss ich ein bisschen arbeiten. Ich glaube, ich bin zu nett, was die Tiere betrifft. Ja,
Und so hat sich das mehr oder weniger entwickelt, dass ich dann Anfang 2014, also auch meine geringfügige Stelle, die war dann zum Schluss meine geringfügig, komplett aufgegeben habe und mich halt komplett in die Selbstständigkeit begeben habe mit der Barblü-Akademie. Habe dann eben Barblü, weil es eben nicht mehr nur Bachblütenakademie war, das war ja der Grund, das Barblü zu nennen. Das ist übrigens eine ganz lustige Geschichte, die erzähle ich gerne ein andern Mal, wie es zu diesem Namen gekommen ist. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Und es ist immer mehr Arbeit geworden, es sind immer mehr Ausbildungen geworden. Und 2015 habe ich dann meine erste Mitarbeiterin aufgenommen, neues Büro besiedelt. Und mittlerweile sind wir jetzt 10, haben eben die verschiedensten Ausbildungen in ganz Österreich. Und das Wissen dort weiterzugeben, das sind hauptsächlich Themen, die mich persönlich auch interessieren. Ja, manche Ausbildungen sind einfach ins Programm gekommen, weil es sie nur in Deutschland gegeben hat. Und ich nicht die Zeit hatte oder auch nicht wollte, nach Deutschland zu reisen, immer dann gedacht habe, ich organisiere den Vortrag einfach und hole ihn zu uns in die Schule. Oder auch wenn, ja, so wie die Meisterkräutertherapie, die ich ja zum Beispiel auch sehr liebe, da bin ich auf das Buch bin ich auf einer Messe gestoßen. Und dann habe ich auch damals den Wolfgang Schröder einfach angeschrieben, ob er nach Österreich kommt. Und ja, also es ist einfach aus einer Leidenschaft heraus gewachsen. Natürlich viel Arbeit dahinter, ja, viel Leidenschaft, viel Freude auch. Und ja, das Corona-Jahr haben wir jetzt auch noch gemeistert. Und jetzt schauen wir weiter. Also. Und jetzt auch das Angebot erweitert, dass man das eine oder andere auch online machen kann, was für diejenigen, die von weiter weg kommen und von euch gehört haben, natürlich jetzt auch zu diesen tollen Angeboten dazustoßen können. Also es ist natürlich schon auch, auf der einen Seite ist natürlich, also ersetzt natürlich nicht die persönlichen Begegnungen und den Präsenzunterricht, wenn ich das jetzt mal so bezeichne. Aber es ist immer noch besser, als zu Hause zu sitzen und ein ganzes Jahr lang nichts zu machen. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass es das eine oder andere online jetzt auch bei euch gibt. Also, und das ist ja auch unser Weg, wo wir uns Genau. getroffen haben, nicht? Also dadurch konnte ich natürlich die eine Ausbildung jetzt mal bei euch machen. Und also ich kann es nur jeden, der sich in irgendeiner Art und Weise mit Kräutern, mit Bachblüten beschäftigt und neugierig ist und ob du das jetzt für dein Business verwenden möchtest oder aber einfach nur für deine persönliche Weiterbildung, kann ich dir wirklich diese Ausbildung wärmstens ans Herz legen. Du lernst so viel, die Sandra, die ist also wirklich wie ein riesengroßes Lexikon. Es ist sensationell und das sage ich. Also ich habe hohe Ansprüche, muss ich leider sagen. Ich habe sehr viele Vortragende schon erlebt und habe viele, viele Ansprüche, weil ich einfach selber ein sehr neugieriger Mensch bin und langweile mich oft sehr schnell auch bei diversen Vortragenden. Das ist mir an diesen 3 Tagen bei dir im Unterricht und bei deiner Kollegin, die dann kurz eingesprungen ist für eine Zeit, überhaupt nicht passiert. Und das also wirklich Hut ab, wie er das gestaltet, wie er das auf die Beine stellt. Und so wie du auch erzählt hast, ne? Also das ist ja nicht etwas, was man dir in die Wiege gelegt hat. Ich weiß nicht, ob deine Eltern in der Selbstständigkeit waren. Du hast dir das alles selber erarbeitet und hast ja auch ein Team zu leiten mit 10 Personen, das fordert also nicht nur Koordination und Disziplin natürlich auch und ganz, ganz viel Herz, ja, aber ne, ist schon sehr viel. Also das darf man alles gar nicht unterschätzen. Also gerade für diejenigen, die in unsere Kursen kommen, ob jetzt bei Sandra oder bei mir in der Mundhütte, also wir sind ja, ich sage immer gerne, ich bin ja nicht nur Vortragende oder Lehrende oder wie auch immer du das Ganze bezeichnen möchtest, sondern ich bin ja von dem Job bis zur Klofrau bin ich ja alles, weil wir sind ein kleines Haus, ja. Ich gehe auch einkaufen für meine Seminarteilnehmerinnen, stehe in der Druckerei und gebe die Folder und ich weiß nicht was alles, was wir halt so brauchen, die Skripten in Auftrag. Also wir haben einfach so ein großes Arbeitsfeld, das war mir am Anfang auch überhaupt nicht bewusst, weil ich mich eigentlich hauptsächlich nur in diesem Bereich von Heilung von Körper, Geist und Seele mich den Menschen mitteilen wollte. Und es war mir nie bewusst, wenn du diesen Raum eröffnest und da etwas an Wissen weitergeben möchtest, dass da ein weiterer Raum sich öffnet und der viel, viel Zeit, Geduld, Auseinandersetzung mit Technik und mitspielt, nicht? Und ja, also
man ist gefordert auf vielen, vielen Ebenen in der heutigen Selbstständigkeit, gerade mit Online und all diesen Dingen. Ja, du sagst es. Also meine Eltern waren nebenberuflich selbstständig und die hatten damals in den 80er Jahren einen Malermeisterbetrieb für biologisches Wohnen. Das war in den 80er Jahren, also mit naturfreundlichen Farmen, ja absolut revolutionär. Da hat es ja nicht einmal Bio oder so gegeben. Da war es ja schon verpönt, wenn du dich gesund ernährt hast und Sport gemacht hast. Und die haben nur Stress gehabt. Haben das dann wieder aufgrund auch dessen, weil es die Menschen zu dem Zeitpunkt auch überhaupt noch nicht geschätzt haben. Die waren einfach ihrer Zeit voraus aufgegeben, ja, weil einfach... Das Bewusstsein war ein ganz anderes. Ja, und es war auch niemandem das wert. Ja, es war niemandem, es geht dann nur um das eine oder das andere. Und ja, ich habe meine Selbstständigkeit wirklich mit 0 Euro Eigenkapital, kann man sagen, aufgebaut. Einfach, ich habe alles gespart. Ich habe immer den Spitznamen Beuteltier. Weil ich halt relativ sparsam war, ja, und halt wirklich sparsam gelebt habe. Ich habe mein erstes Auto ja auch erst mit 30 mir gegönnt. Und ja, um einfach immer zu investieren. Also ich würde sagen, die ersten 4 Jahre meiner Selbstständigkeit haben hauptsächlich dazu gedient, die Gewinne immer wieder neu zu investieren. Ja. Und hat sich jetzt in Corona-Zeiten ja auch gezeigt. Und natürlich auch Mitarbeiter. Ich bin halt da so ein sicherheitsorientierter Typ, gell? Denke ich mir, ja, kosten natürlich auch recht viel und oder ist nicht bringen, braucht man auch und ist auch ganz wichtig, schätze ich auch sehr, ja, aber das ist schon, also ja, das ist mehr als nur das Vortragende, das gehört es ist noch mehr, was man nach außen nicht sieht, was sich im Hintergrund abspielt. Ja, absolut. Ich finde, das ist jetzt auch das Schöne und das Tolle an dieser momentanen Zeit, dass immer mehr Frauen in ihre Selbstständigkeit hineingehen, auch wenn der Schritt oft wirklich nicht einfach ist. Vor allem dieses, man glaubt, es ist so sehr der sichere Hafen, so dieses Gewohnte, du hast jedes am Ende des Monats dein Geld, ja, aber du gibst sehr viel auch auf. Also ich kann es jetzt von meiner Seite nur sagen, also sehr viel Freiheit, sehr viel vor allem Kreativität. Also ich wusste gar nicht, dass ich so ein kreativer Mensch bin, weil ich Kreativität in einem ganz anderen Kontext verstanden habe, ja, dass man schöne Bilder zeichnet, dass man Musik machen kann und. Aber es gibt ja Kreativität in den unterschiedlichsten Ausdrucksformen. Und mein Job auch hier als Seminarleiterin, als Ausbildnerin und als Therapeutin, das ist etwas sehr, sehr Kreatives. Sehr, sehr. Auch in meinen Behandlungen. Ich laufe da nicht stupid. Wir haben jetzt dieses Problem und dann machen wir dieses, was weiß ich, Körperübung oder schauen in der psychologischen Beratung, dass wir da in irgendeinen Raum reingehen, wo diese Antwort dann für den Klienten kommt. Nein, es ist jedes Mal etwas anderes. Es ist jedes Mal ein neuer Raum, den ich mit jemandem eröffne. Und das macht es dann auch so spannend und so besonders. Ja, genau. Sandra, ich glaube, du hast dann noch auf deinem Schreibtisch etwas stehen, etwas vorbereitet. Magst du es noch zeigen? All jene, die sich für Bachblüten interessieren, denen würde ich gern unseren kostenlosen Bachblütenführer sehr ans Herz legen. Ja, es sind wirklich 24 Seiten, gespickt mit Bachblütentipps zu allen möglichen Themen, neu aufgelegt, heuer mit den Anwendungshinweisen. Es ist auch das Rezept drinnen zur Narbenentstörung, die richtige Anwendung von den Notfalltropfen und der ist wirklich kostenlos. Ein Exemplar, das kann man bei uns auf der Seite www.bablü.at bestellen. Das ist das, was mir einfach ein Herzensanliegen ist, dass alle sich ein bisschen darüber informieren. Wer weiß, welche Bachblüten er braucht, der kann bei uns fertige Bachblütenmischungen bestellen, natürlich. Notfalltropfen, so wie die Bettine schon gesagt hat, gibt es auch bei uns im Onlineshop, im Bablü Onlineshop. Für alle, die nicht wissen, was Bachblüten sind, zeige ich euch einmal meine persönliche Schatzkiste. Ja, also da sind alle Essenzen drinnen. Wir arbeiten nur mit den Ainsworth-Essenzen aus England, weil die einfach sehr, sehr liebevoll mit sehr viel Qualität und Liebe hergestellt werden. Ja, und von ein paar Blümchen, ja, hinten sind ja die Prototypen, gibt es ganz entzückende so
Accessoires, zum Beispiel die Spülmaschinen, festen E-Mail-Tassen, Spruchkarten, Notizbücher, die gibt es auch bei uns im Online-Shop. Mhm. Und sonst, ja, alles von Kräuter, Kinesiologie, TCM, Bachblüten, Aromatherapie, da müssen wir schauen, neue, die traditionell europäische Medizin. Man hört ihn sicher im Video schon die ganze Zeit. Ich versuche ihn konstant zu ignorieren, aber er ist sehr hartnäckig. Ja, ja, also wenn es interessiert, freut es mich auf jeden Fall, wenn ihr auf www.verblüh.at schaut oder wenn ihr mir auf Facebook folgt oder auf Instagram, Sandra Stopper, die Bachblütenpraxis. Ja, und danke, liebe Bettina. Also es war so schön oder ist so schön, mit dir zu plaudern. Na, danke. Also, und das mit der Mondhütte, was du da aufgebaut hast, ist ja auch wirklich was ganz Besonderes. Mhm. Und weil du noch einmal, wenn wir zu diesem Brückenschlag, vielleicht zu deiner ersten Frage, schlagen, mhm. Ich denke mal, wirklich gute Berater sind oft jene, die Themen oder die Leiden, unter Anführungszeichen, Anliegen auch ihrer Klientinnen kennen. Ne, weil ich sage, ich habe den, ups, eine Fliege habe ich auch, ist mein zweites Haustier. Ich habe denen oft am meisten helfen können, wo ich einfach die Anliegen kenne. Mhm. Ja, also wenn du selber schon etwas durchgemacht hast, dann ist es erstens viel leichter, das beim anderen zu erkennen und man kann den anderen wirklich dort abholen, ja, wo er sich eben befindet. Ja, also. Absolut. Ja. Das ist auch, draußen. Ja, und das ist auch, sage ich auch immer wieder gern, das ist der Vorteil wiederum vom Älterwerden, nicht? Man hat schon selber so viel im Rucksack vielleicht aufgearbeitet, selbst geheilt, wenn es im besten Fall geschehen durfte. Und das sind ja auch ganz kostbare Schätze für unsere Klienten. Also es ist ja nicht nur die Methode selbst, hinter der wir beide stehen, sondern es sind ja unsere persönlichen Erfahrungen. Und das hat mir persönlich als Privatperson, Bettina, auch immer sehr, sehr geholfen, wenn meine Therapeuten oder Ärzte so ein bisschen auch ihren privaten Menschen nach draußen gezeigt haben und gezeigt haben, hey, du bist da nicht alleine. Das betrifft uns alle irgendwann einmal. Jeden auf seine Art und Weise, aber dadurch macht es, das verbindet wieder. Man glaubt ja immer, so ist es zumindest mir gegangen, dass in einem Schicksalsschlag, in einer Krise, dass das nur mich jetzt betrifft. Ja? Und das hält einen ja auch schon wieder so klein, ja, und macht einen dann noch mehr ängstlich. Und ich glaube, das ist das Besondere an diesen Methoden. Deswegen hat es mich heute besonders gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, um den Menschen, den Männern, den Frauen da draußen zu zeigen, hey, es gibt so tolle Methoden, ja, es gibt so herzoffene Menschen wie die Sandra. Geht zu ihnen, schaut hin, lasst euch begleiten, nutzt die Ausbildungen, nutzt das Wissen, das sie euch mit euch teilen wollen. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt, Sandra. Ja, danke, liebe Bettina. Ich hätte es nicht schöner sagen können, wirklich. Also es macht wirklich Freude. Es ist mir auch immer eine Freude, wenn ich mit solchen Herzensmenschen wie mit dir plaudern darf. Das ist, ja, es inspiriert. Ja, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Danke, Sandra. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich wünsche euch noch alles Liebe. Eure Sandra von Bablü. Mit Katze im Hintergrund. Mit Katze im Hintergrund, ja. Die werde ich jetzt streichen und schau mal, vielleicht kriegt sie doch ein bisschen Futter. Vielleicht hat sie wirklich Hunger, wenn sie so hartnäckig ist. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß gehabt. Ihr habt euch viel mitnehmen können aus diesem heutigen Gespräch mit der lieben Sandra von der Bablü Akademie. Schaut mal auf ihrer Seite vorbei. Ihr könnt euch ganz, ganz sicher sein. Ihr werdet ganz, ganz viel für euch dort finden. Macht's gut. Baba.